a typical immutable Saturn V line. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Begonnen hatte alles mit einem Kriegswerkzeug der Nazis, der V2. Im Raketenzentrum Peenemünde an der Ostsee lässt Adolf Hitler seit 1941 die sogenannte Wunderwaffe testen und entwickeln. Anfangs noch mit Schwierigkeiten. Chef der Peenemünder Wunderwaffenschmiede ist Werner von Braun. Im Auftrag der Wehrmacht schafft er 1942 den Durchbruch in der Fernraketentechnik. So bringt die V2 Tod und Zerstörung für London und Antwerpen. Doch den Krieg gewinnt sie nicht. Als der Kampf zu Ende ist, machen Amerika und Russland Jagd auf die Konstrukteure der V2. Die Alliierten wollen die deutsche Raketentechnik künftig für ihre eigenen Zwecke nutzen. Peenemünde fällt in Stalins Hände. Doch die Wunderwaffenwerker bleiben auch noch in der Niederlage Sieger. Die Mehrzahl hatte sich kurz vor der Kapitulation nach Bayern abgesetzt, um sich den Amerikanern zu ergeben. Nordhausen, ein kleines Dorf im Harz. Hier stoßen die US-Truppen auf weitere deutsche Raketenspezialisten. In Nordhausen lief nach der Bombardierung des Entwicklungszentrums Peenemünde durch die Alliierten seit 1943 die Massenproduktion von Hitlers Vergeltungswaffe. Dora Mittelbau hieß die Fabrik in einem stillgelegten Bergwerk, die nur mit Hilfe ungezählter KZ-Häftlinge funktionierte. 20.000 von ihnen kamen um. Die deutschen Spitzenwissenschaftler gehen noch 1945 in die USA, obwohl einige von ihnen mutmaßliche Kriegsverbrecher sind. Codewort der Pentagon-Aktion: Unternehmen Paperclip. In Geheimberichten wird die Nazi-Vergangenheit der meisten Wunderwaffenwerker übermittelt. Die Urteile sind eindeutig. So heißt es über Arthur Rudolph, der die Produktion der V2 leitete, ein hundertprozentiger Nazi, ein gefährlicher Typ, ein Sicherheitsrisiko, für den Internierung empfohlen wird. Walter Dornberger, militärischer Chef in Peenemünde, wird ebenfalls als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Von Kurt Debus, dem Verantwortlichen für die V2 Raketenstarts, heißt es, er sei Mitglied von SA und SS gewesen und er habe einen Mitarbeiter bei der Gestapo denunziert. Auch Werner von Braun wird als SS-Offizier und potenzielles Risiko gesehen. White Sands. Ein abgelegener Wüstentestplatz der US-Armee im Bundesstaat Neumexiko. Nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft in der neuen Welt montieren die Deutschen wieder ihre ehemalige Vergeltungswaffe, diesmal im Auftrag des US-Verteidigungsministers. Wussten die Peenemünder damals, dass sie für Amerika unersetzlich waren? Es war uns wahrscheinlich schon von Anfang an klar, aber man sprach nicht in diesem offenen Ausmaß darüber. Denn die Amerikaner waren ja sozusagen unsere Gastgeber.
Außerdem waren einige von den amerikanischen Kollegen immer sehr daran interessiert, mit uns in engem Kontakt zu sein und von uns so rasch und so viel wie möglich zu lernen. Auf diesem historischen Abschussplatz Nummer 33 werden von 1946 bis 1952 mehr als 60 erbeutete V2 gezündet, technische Daten gesammelt und sorgfältig ausgewertet. Warum wurde den USA überhaupt erst durch die V2-Tests der Griff nach den Sternen ermöglicht? Wir Deutschen, die damals herüberkamen, wir waren technisch nicht besser als die amerikanischen Kollegen. Die waren ihrer Ausbildung nach und ihrer inneren Beteiligung nach, ihrem Interesse nach so gut wie wir waren. Aber wir in Deutschland hatten 12 Jahre mehr Zeit, Fehler zu machen und von den Fehlern zu lernen. Der V2-Raketentestplatz liegt in direkter Nachbarschaft von Alamogordo. Hier wurde nur wenige Monate vor Ankunft des von Brown-Teams die erste Atombombe der USA, Fat Man, gezündet. Dieser scheinbar verschlafene Wüstenstrich Neumexikos, er hat Geschichte gemacht. Hier wurden die praktischen Grundlagen für Amerikas Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion geschaffen. In White Sands ist man stolz auf diese Tradition und zeigt sie auch ganz ungeniert. Während Fat Man den Eingang zu einer Armeebaracke ziert, posieren im Raketengärtchen Muster anderer tödlicher Entwicklungen. Für das Pentagon wird die Anwesenheit der deutschen Wissenschaftler in Neumexiko sehr bald zum Risiko. Der Präsident ordnet ausdrücklich an, keine ehemaligen NS-Parteimitglieder oder etwa Kriegsverbrecher in Amerika zu dulden. Doch für die US-Strategen werden die Kenntnisse der deutschen Wissenschaftler mit Beginn des Kalten Krieges immer wichtiger. Die Lösung liegt in einem Trick. Die Peenemünder müssen amerikanische Staatsbürger werden. Dazu ergeht eine Weisung an die Nazi-Dokumentensammelstelle in Berlin. Soweit vorhanden sollen alle Papiere über deutsche Wissenschaftler im Sold der USA von Belastungsmaterial gesäubert werden. Innerhalb kurzer Zeit werden revidierte Sicherheitsberichte von Berlin nach Washington geschickt. Komplette Akten sind plötzlich nicht mehr auffindbar. Zu Werner von Braun heißt es nunmehr, er habe den Rang eines SS-Führers aus rein opportunistischen Gründen angenommen. Daher sähe man in ihm auch kein Sicherheitsrisiko mehr. Im Falle von Kurt Debus wird der ursprüngliche Vermerk, ein überzeugter Nazi, einfach um das Wörtchen not erweitert. Kein überzeugter Nazi. Bei Walter Dornberger wird ebenso verfahren. Kein überzeugter Nazi. Das gilt auch für Arthur Rudolph. In El Paso an der Grenze zwischen Mexiko und USA stellen die deutschen Raketenbauer 1949 ihren Einbürgerungsantrag, ohne Furcht vor belastenden Personalakten. Nach nur kurzer Wartezeit am US-Einbürgerungsschalter kommen sie nunmehr mit offizieller Aufenthaltserlaubnis ausgestattet zurück an ihren Arbeitsplatz. Hier in Fort Bliss, einer Basis der US Air Force, außerhalb des Raketentestgeländes von White Sands. Fünf Jahre später wird die letzte Hürde übersprungen. Die Einbürgerung der Deutschen. Im November 1954 legen von Braun und alle anderen Peenemünder den Eid auf die US-Verfassung ab. Die Wochenschau ist mit dabei. Hier, taking his oath along with the others, is Dr. Werner von Braun, civilian chief of the Army's Guided Missile Development Division at nearby Redstone Arsenal. Auch in der Sowjetunion beruhen die ersten ballistischen Raketentests auf deutscher V2-Technologie. Schon bei Kriegsende sucht ein Team russischer Experten fieberhaft nach Hitlers Raketenkonstrukteuren.
Und obwohl es dem größten Teil gelungen war, sich rechtzeitig in die US-Besatzungszone abzusetzen, geht Stalins Häschern doch noch manche Spitzenkraft ins Netz. Allen voran der Peenemünder Helmut Gröttrup und einige Dutzend seiner Mitarbeiter, die sämtlich zum V2-Projekt gehörten. Die Übersiedlung des von Braun-Teams in die USA bleibt den Russen nicht verborgen. Und nach den ersten Tests in White Sands 1946 ist Stalin außerordentlich beunruhigt. Er befürchtet für die Zukunft einen noch größeren Vorsprung der Amerikaner in der modernen Waffentechnik. Der Generalismus befiehlt, das V2-Beutegut an Material und Menschen sofort in die Sowjetunion zu überführen. Wie haben die russischen Ingenieure auf diese unerwartete Verstärkung reagiert? Hier und da hat man nur gehört, die Amerikaner haben die Atombombe und wir haben gar nichts. Also Gröttrup, du musst uns wenigstens Raketen bauen. Wir haben gar nichts, die können uns diktieren. Das war das Einzige. Das sind seltene Filmaufnahmen vom ersten Raketenzentrum der Sowjetunion in der verlassenen Steppe Kasachstans. In Kapustin-Jar, einem kleinen Dörfchen an der Wolga, gelingt der UdSSR mit Hilfe Göttrups und seiner Ingenieure der Anschluss an die moderne Raketenentwicklung. Es ist der 29. September 1947. Die erste in der Sowjetunion gefertigte V2 wird in Kapustin-Jar gezündet. Die haben sich so gefreut, die waren in ihrem Enthusiasmus. Das sind wie kleine Kinder, die sind da rumgehopst wie kleine Kinder. Ob Rang hoch, ob Minister oder nicht, die waren wie Kinder. Die sahen und dann hingen sie an der Flasche und haben Wodka getrunken. Chefingenieur des sowjetischen Raketenbauprogramms ist Sergei Karoljow. Kein anderer Raumfahrttechniker ist durch sämtliche Tiefen und Höhen eines menschlichen Lebens gegangen wie er. Vom Lagerhäftling Stalins zum Helden der Sowjetunion. Im Westen ist er fast unbekannt. Karoljow ist das Genie sowjetischer Raketentechnik. 20 Jahre lang, bis zu seinem Tode 1966, ahnen die Sowjetbürger nichts von seiner Existenz. Aus strategischen Gründen wird sein Name streng geheim gehalten. Tatsächlich wussten damals nur wenige von Karoljow. Das war wirklich so. Denn alles musste im Verborgenen geschehen. Alles war geheim. Und natürlich wussten wir zu jener Zeit, dass die USA ernsthafte Versuche unternahmen, ihre Weltmachtposition auszubauen. Und dabei dachte man in Amerika gewiss weniger über die wissenschaftliche Bedeutung der Raketenentwicklung nach, als vielmehr darüber, wie sie sich für gewisse militärische Zielsetzungen nutzen ließen. Karoljow hat das aber nicht gestört. Das atomare Monopol der USA wird von der UdSSR gebrochen. 2000 Tonnen TNT machen die Sowjetunion mit einem Schlag zur zweiten Supermacht. Doch wem kann Russland mit der Bombe drohen? Was fehlt, ist die Rakete, um die Todesladung an ihr Ziel zu bringen. Und ich habe mich mal mit meinem Mann auch darüber unterhalten, habe gesagt, weißt du eigentlich nicht, was du machst? Denn eines Tages war nämlich die Aufgabe, Herr Gröttrup, Sie schießen 3000 Kilometer. Und da habe ich gesagt, ne, nimm mal einen Zirkel. Und steckt den rein. Und damit kannst du nämlich genau ganz Europa treffen. Und da war er also verblüfft, hat aber gar nicht darauf reagiert und war einfach nur davon fasziniert, dieses oder jenes Problem, Steuerungsproblem oder ganz gleich, welche Probleme auftraten, zu lösen. Das hat diese Konsequenz haben sie nicht gezogen und wollten sie auch nicht ziehen. Für Sergei Karoljow, der kaum 10 Jahre vorher allenfalls bescheidene Flugerprobungstests durchführte, werden die Deutschen bald entbehrlich. Schon 1950 ist er in der Lage, seine erste Großrakete alleine zu entwickeln. Auf der Insel Gorodomlia, fernab von Kapustin-Jar,
müssen Irmgard Kröttrup und ihr Mann auf ihre Entlassung in die Freiheit warten. Bis 1953. Nach Stalins Tod können auch die deutschen Raketenexperten endlich zurück in ihre Heimat. In Amerika reklamiert 1955 Präsident Eisenhower die Führungsrolle im Wettlauf zu den Sternen. Er verspricht, dass sein Land in spätestens 3 Jahren den ersten erdnahen Satelliten starten werde. Khrushchev kontert. Jeder künstliche Sowjetsatellit werde bei weitem größer und leistungsfähiger sein als alles, was Amerika zu bieten habe. Nach diesem Paukenschlag der politischen Rivalen bricht innerhalb der USA eine harte Kontroverse aus. Wem gebührt die nationale Ehre, den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn zu schießen? Die Lage bei den Streitkräften war damals so, dass die Armee, Marine und Luftwaffe miteinander konkurrierten. Jede Waffengattung hatte ihr eigenes Raketensystem und jeder versuchte, den anderen auszustechen. Werner von Braun interessierte nur die Raumfahrt. Nun, ich stand gewissermaßen mittendrin in unseren Planungen und Debatten um den ersten Satelliten. Die Sowjets hatten ja bereits ihre Absicht erklärt, einen künstlichen Satelliten zu bauen und auch recht genau erklärt, wie und wann sie dies tun wollten. Wir hatten Ähnliches vor, sprachen wohl auch etwas offener über unsere Absichten und stellten sogar einen Zeitplan auf. Also jede Seite wusste sehr wohl, was die andere vorhatte. Am 4. Oktober 1957 sind alle Spekulationen um den ersten Satelliten schlagartig beendet. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS gibt den erfolgreichen Start des Sputnik bekannt. Sputniks Hochfrequenzsignal wird weltweit als Sensation empfunden und als Signal für den Anbruch einer neuen Zeit. Mit Sputniks Piepern aus dem All erleben die Menschen zum ersten Mal, gewissermaßen live, den Mythos und die Magie der Weltraumfahrt. Der Erfolg von Sputnik 1 war natürlich ein großer Schock für fast jeden Amerikaner. Und ich nehme an, auch für die Europäer. Der bis dahin vorherrschende Eindruck, nachdem die Sowjetunion technologisch rückständig wäre, stimmte einfach nicht mehr. Keiner glaubte, dass sie ihre Ankündigung in die Tat umsetzen könnten, auch nur einen künstlichen Satelliten zu bauen. Für die meisten Leute wurde daher die Erkenntnis, dass die Sowjetunion solche technischen Fähigkeiten entwickeln konnte, zu einem regelrechten Traum. Die Gegenüberstellung und der Vergleich der Kräfte zwischen den USA und der UdSSR ist schon immer ein wichtiges Moment, sowohl für die Innenpolitik wie auch für die Außenpolitik beider Länder gewesen. Damals spürte Khrushchev natürlich ganz deutlich, dass unsere Erfolge im Raketenbau und die Perspektiven, die sich dadurch für den Wettbewerb im Weltraum ergaben, zu unserem Vorteil entwickelten. Und er hoffte dadurch sogar, die Amerikaner zu übertrumpfen. Nach dem Sputnik-Schock lässt die nächste Weltraumsensation der Sowjets nicht lange auf sich warten. Am 3. November 1957 umkreist die Eskimo-Hündin Laika als erstes Lebewesen 8 Tage lang die Erde. Der amerikanische Nationalstolz verlangt in allen Medien nach Revanche. Und der Präsident verspricht sie. Der Starttermin für Amerikas Antwort auf den Sputnik wird um 90 Tage vorgezogen. The first of these test vehicles is planned to be launched in December of this year. Cape Canaveral, Florida. Auf diesem nur behelfsmäßig eingerichteten Startplatz läuft am 6. Dezember 1957 der Countdown für eine Vanguard-Rakete der US-Marine. An Bord ein kleiner Satellit von nur 3 Pfund Gewicht und eine gewaltige Ladung nationaler Hoffnung. Gespannt warten die Amerikaner an diesem Freitag auf die erste Übertragung eines Raketenstarts. Dann um 16.03 Uhr die Zündung.
Der falsche Eindruck von dem, was Sputnik bedeutete, wurde hier noch einmal unterstrichen. Dass wir es nicht mit den militärischen, wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten der Sowjets aufnehmen könnten. Dabei hatten wir durchaus eine zuverlässige Armeerakete, aber da kam ja keiner ran. Also versuchten wir es mit einer Rakete der Marine. Und das Ding ging hoch wie ein verdammter Kracher. Nach der verpatzten Premiere der Marine erhält die US Army mit ihren deutschen Entwicklungshelfern Order, die Blamage wettzumachen. Good morning, gentlemen. Be seated, please. I have a very important announcement for you. We've been assigned the mission of launching a scientific Earth satellite. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. Let's go, Werner. Huntsville, Alabama. Im Raketenentwicklungszentrum der Armee arbeiten ab November 57 die alten Peenemünder fieberhaft daran, General Medaris Zeitplan einzuhalten. Rund um die Uhr wird die Redstone-Rakete, eine Fortentwicklung der V2, auf diesem Probestand getestet. Anfang 1958 läuft die Vorbereitung für Explorer 1 auf vollen Touren und streng geheim. Die Nagelprobe für Werner von Braun und seine Mannschaft kommt am 31. Januar 1958. Explorer funktioniert. Genau 84 Tage nach dem Start von Sputnik 1 ist auch Amerika endlich im Rennen. Zunächst einmal bedeutete der Erfolg ein ungeheures Glücksgefühl für die Amerikaner. Außerdem wurde die erste große wissenschaftliche Entdeckung im Weltraum gemacht. Ein Strahlengürtel, der die Erde umgibt. Und der wurde von meinem kleinen Detektor festgestellt, der im Explorer-Satelliten untergebracht war und eigentlich ganz anderen Zwecken dienen sollte. Aber wir stießen auf dieses fantastisch starke Strahlungsfeld in großer Höhe. Und diese Entdeckung gilt bis heute als eine der wichtigsten, die im Weltraum überhaupt gemacht wurde. Etwas, was man vorher nicht erwartet hatte. Der Kredit für den Erfolg geht vor allem auf das Konto von James Van Allen und Werner von Braun. Die Zeitungen am nächsten Morgen machen sie zu wahren Helden. Und in Huntsville wird Werner von Braun wie ein siegreicher Matador gefeiert. Wo steht Amerika in diesem Augenblick im Wettlauf mit den Russen? Wer ist jetzt dem anderen voraus? Let's not forget that our payload is only a fraction of what Sputnik 1 was and a small fraction of Sputnik 2's 1100 pounds payload weight in orbit. So, yeah, again, I can only repeat what I said before. We are competing only in spirit with Sputnik 2 so far, not in hardware yet. Für diese Aufnahmen hätten US-Verteidigungsexperten vor 30 Jahren viel gegeben. Damals fragen sie sich, wie groß wohl die Rakete sein muss, die noch 1958 Sputnik 3 ins All befördert. Stolze 1300 Kilogramm, fast so schwer wie ein Atomgefechtskopf. Man darf nicht vergessen, dass die Sowjets damit einen militärischen Vorsprung demonstrierten. Die Tatsache, dass sie ein solches Gewicht hochschießen konnten, war an sich schon eine große Überraschung für das Militär. Aber dies geschah zudem mit großer Zielgenauigkeit und offenbar beliebig wiederholbar.
Denn nach dem ersten Start kam sofort der zweite und der dritte. Schlagartig wurde uns klar, dass sie über eine technologische Infrastruktur verfügten, die sowohl militärisch wie auch wissenschaftlich nutzbar war und dass dies nur eine Interkontinentalrakete leisten konnte. Just as military as it was space. In other words, it could be an ICBM. Die Interkontinentalrakete. Sie ist die tödlichste Waffe, die jemals entwickelt wurde. Wie in diesem Trick erreicht sie nach nur kurzem Flug die Umlaufbahn der Erde. Im Kriegsfall löst sich der Gefechtsträger, der die Atomsprengköpfe freigibt. Der sogenannte Todesschwarm. Hunderte von Sprengköpfen, die ungehindert auf ihr Ziel zurasen. Bei dieser Bedrohung kommt im Pentagon regelrechte Panik auf. Die Furcht vor einem sogenannten Missile Gap geht um. Schlagwort für eine vermutete Raketenlücke im westlichen Verteidigungskonzept. Mit der Gewissheit, dass hinter jedem Weltraumerfolg der Sowjets stets auch die Macht der Generäle steckt, wächst der Druck auf Eisenhower, Konsequenzen aus dem erfolglosen Wettlauf der USA mit der anderen Supermacht zu ziehen. Zuerst wird mit dem Space Act eine gesetzliche Basis für Amerikas Politik im All geschaffen. Dann wird die Zuständigkeit für die Raumfahrt neu geregelt. Als sich der Präsident drei miteinander wetteifernden Waffengattungen gegenüber sah, sich noch dazu einer neuen Herausforderung stellen musste, traf er die einzig vernünftige Entscheidung. Er rief eine zivile Raumfahrtbehörde ins Leben und teilte dann den Kuchen auf. Danach durfte nur noch die Luftwaffe Raketen zur militärischen Nutzung bauen. Speerspitze in der Auseinandersetzung mit den Sowjets wird die NASA. Das Redstone Arsenal in Huntsville, die Arbeits- und Forschungsstätte Werner von Brauns und seiner Peenemünder Mannschaft, ist das Kronjuwel der neuen NASA-Kollektion. Ehrgeiziges Symbol der amerikanischen Entschlossenheit für einen Neubeginn ist das Projekt Mercury. Ein Crash-Programm, das den Einstieg der USA in die bemannte Weltraumfahrt zum Ziel hat. Für Mercury werden 7 Astronauten ausgewählt. Unter ihnen ist John Glenn. Wir standen in einem harten Wettbewerb mit den Sowjets, das war uns klar. Und Mercury war der erste Versuch, endlich mit der bemannten Weltraumfahrt voranzukommen. Keiner wusste damals, ob wir alle Probleme meistern würden. Ja, ob wir überhaupt unseren Platz im Weltraum finden würden. Die Mercury wird auf eine Atlas-Trägerrakete der US Air Force aufgesetzt. Meist enden die Versuche im Desaster. Nur mit einer eingebauten Rettungskapsel hat der Astronaut reelle Überlebenschancen. Für die Entscheidung, sie auch zu benutzen, bleiben ihm keine 3 Sekunden. General Schriever gab uns zu verstehen, dass ihm nicht nur die Sicherheit unserer Astronauten Sorgen machte, sondern auch der Eindruck, dass die Atlas womöglich gar kein so gutes Waffensystem in unserer Abschreckung sein könnte. Oder dass sie am Ende die Abschreckung gar in Frage stellen könnte. Deshalb meinte er, wir sollten besser aufhören. Auch in der Sowjetunion trainieren eifrig Kosmonauten. Musterbeispiele des sogenannten neuen Sowjetmenschen. Der Prestigekrieg nimmt an Schärfe zu. Welcher Supermacht wird es zuerst gelingen, ihren Kosmonauten oder Astronauten in eine Erdumlaufbahn zu schießen?
In Amerika heizen Russlands permanente Ersterfolge innenpolitisch die Auseinandersetzung an. Kennedy verspricht im Wahlkampf um das Präsidentenamt, er werde die Raketenlücke schließen. I want the people of the world and Mr. Khrushchev to know that a new generation of Americans has taken leadership of this country and that this free society speaks with power, force and decision. Auf dem Kosmodrom von Baikonur wird den USA ein ums andere Mal bewiesen, wer die Nase in der Raumfahrt vorne hat. Unter strengster Geheimhaltung laufen Ende 1960 die Vorbereitungen zu einem neuen sowjetischen, epochemachenden Ereignis an. 12. April 61, 5.30 Uhr morgens. Juri Gagarin ist auf dem Weg in seine Vostok-Kapsel. Sie wurde vorher der Samyorka-Rakete aufgesetzt und zeigt nun auf den Himmel über Kasachstan. In der Hauptstadt ist es kurz nach neun. Die Moskowiter sind auf dem Weg zur Arbeit. Говорит Москва. Сообщение так о первом в мире полете человека космическое пространство. Wieder ist es Chefkonstrukteur Karaljow, der Russlands Vorsprung sichert. Um 7.07 Uhr hatte Gagarins Rakete abgehoben und ihn mehrere hundert Kilometer über der Erde in eine Umlaufbahn gebracht. Um 7.51 Uhr fliegt die Vostok 1 über Kap Horn. Um 8.25 Uhr zünden die Rückstoßraketen über Mittelamerika und die Kapsel taucht wieder in die Erdatmosphäre ein. Nach 108 Minuten ist Juri Gagarin wieder auf sowjetischem Boden. Einmal mehr wird über die Niederlage der Konkurrenzmacht in den Straßen Moskaus triumphiert. Die Menschen fühlen sich glücklich, zu dem Volk zu gehören, das an der Spitze des Fortschritts in der Welt marschiert. Gagarin ist auch heute noch ein großer Held. Im Kosmospavillon der All-Unions-Ausstellung bewundern täglich Hunderte von Sowjetbürgern die Reliquien, mit denen Gagarin die Tür zum Universum einen Spalt breit aufgestoßen hatte. Was bedeutet den Besuchern heute noch jener Tag vor 28 Jahren? Ich empfinde das Gefühl tiefster Zufriedenheit, dass mein Land es als erstes geschafft hat, einen Menschen ins All zu schießen, einen so riesigen Schritt in den Kosmos zu vollbringen. Natürlich ist Gagarin ein Held, immerhin der erste Mensch im All. Kurz gesagt, man muss sehr stolz auf diesen Mann sein. Wissen Sie, selbst heute noch ist der 12. April 61 für uns ein bedeutendes Datum, ein wirklich großes geistiges Andenken. Mir wurde damals erschreckend deutlich, welche gewaltige Rolle der Kosmos für uns spielte. Und für mich war und bleibt kaum vorstellbar, dass dies alles Menschenwerk sein soll. Nachdem Amerika wieder einmal den Starttermin verpasst hat, richten sich alle Hoffnungen auf Alan Shepard. Als erster Amerikaner schafft er, vier Wochen nach Gagarins Flug, den Sprung ins All. Doch Shepards Flug dauert nur 15 Minuten. Die Endgeschwindigkeit der Kapsel reicht nicht einmal aus, um ihn in eine Erdumlaufbahn zu bringen. So reflektiert der Orden an Alan Shepards Brust nur wenig mehr als NASAs eisernen Durchhaltewillen im Wettlauf mit den Sowjets. Sein Weltraumrutscher kann nicht mit Gagarins Umrundung konkurrieren,
die der internationale Superstar nun noch einmal auf der Erde wiederholt. Als Herold des überlegenen kommunistischen Systems. Direkt nach Gagarins Flug gab es einen unglaublichen Aufruhr im Kongress. Unsere Politiker konnten einfach nicht verstehen, warum die Sowjets uns immer und immer wieder voraus waren und auch noch gewaltiges politisches Kapital daraus schlugen. Und ich musste 2 Tage nach dem Flug von Gagarin vor einem Kongressausschuss aussagen. Und da fragte man mich rundheraus, ob ich mir vorstellen könnte, dass die Russen 1967, also am 50. Jahrestag der Revolution, auf dem Mond landen würden. Und ich sagte, ich habe keine Ahnung. Ich bin für deren Planung nicht verantwortlich. Dann wurde ich gefragt, könnten wir es 1967 schaffen? Nun, wir hatten bereits genügend eigene Untersuchungen durchgeführt, sodass wir bei der NASA überzeugt waren, dass wenn eine nationale Kraftanstrengung gemacht würde und wenn wir zudem alle Hilfsmittel einspannen könnten, es dann wohl zu schaffen wäre, aber nur als Gewaltakt. Kennedy steht innenpolitisch mit dem Rücken an der Wand. Er sucht nach einem nationalen Ziel, das Tatkraft und Vision, Ehrgeiz und Dollars sinnvoll kombiniert und ganz Amerika mobilisiert. Am 25. Mai 1961 tritt der Präsident vor den Kongress. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. That night, in jener Nacht machte ich einen Spaziergang im Montrose Park bei Georgetown, wo wir damals wohnten. Es war Vollmond. Ich dachte nur, Siemens, du musst verrückt sein, zu bestätigen, dass wir in den nächsten 7 oder 8 Jahren da oben landen können. Wenig nützlich scheinen freilich die Methoden, wie sie noch 1961 von den populären Astronauten Fred und Barney angewendet werden. Was spricht man denn dazu nach sowas? Hat funktioniert! Arne, guck! Überall nur Wolken wie Watte. Mann, wir sind Millionen Kilometer weit oben. Klar, weil der Mond ist ja oben. Ja, jetzt werden wir gleich landen. Duck dich! Donnerkiesel, war ein steinharter Aufprall. Guck mal da. Guck dir mal die Krater an. Sieht genauso aus wie auf den Bildern vom Mond. Ja. Komisches Gefühl, wir sind die 2 ersten Menschen auf dem Mond. Hier geht es doch eigentlich um eine ganz primitive Sache. Hier oben ist der Weltraum, also kommen wir da hoch oder nicht? Wir haben eine Chance, also packen wir es an. So sind wir halt nun mal. Kennedys politische Rechnung ist für Amerikas Wissenschaftler eine Gleichung mit unendlich vielen Unbekannten. Eine Rakete, die so groß ist wie das Washington Monument, nur so ist der Wettlauf zu gewinnen. Riesige Raketen, das ist auch in den Augen der Weltöffentlichkeit sichtbarer Ausdruck für Überlegenheit. Die sowjetische Samyorka scheint für die Amerikaner kaum schlagbar zu sein. Sie hat nicht nur eine Zentralstufe mit 4-Kammer-Triebwerksblock, sondern ist zusätzlich mit 4 Boostern ausgestattet, die eine gewaltige Schubkraft produzieren. Amerikas Antwort ist das Projekt Apollo. Apollo wird zum Synonym für Kennedys nationalen Kraftakt und die Saturn zum Hoffnungsträger eines ganzen Volkes. Was sollte die Rakete leisten? Sie sollte natürlich Amerikas Ansehen in dieser Welt wieder in Ordnung bringen und auf die Höhe bringen. Sie sollte zeigen, was Amerika kann, was wir können, wenn wir es nur wollen. Und es sollte uns zurückbringen in die Frontlinie der technisch aktiven Nationen. Auch die politische Frontlinie hat der Präsident dabei im Auge. Der Wettlauf zum Mond soll helfen, den Passivsaldo seiner Außenpolitik umzukehren.
Nach dem Abschuss eines amerikanischen U-2-Spionageflugzeugs über der Sowjetunion und nach dem Debakel in Kubas sogenannter Schweinebucht ist das Prestige des Präsidenten angeschlagen, als er am 3. Juni 1961 in Wien den Kreml-Chef zum ersten Mal persönlich trifft. Zehn Wochen später stehen Kennedy und Khrushchev in Berlin zum ersten Mal gemeinsam vor dem Abgrund einer Katastrophe. Aber der Mauerbau entpuppt sich nur als Vorspiel für eine Krise, die die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs führt. Auf Castros Zuckerinsel hat die US-Aufklärung erstmals sowjetische Raketenbasen entdeckt. Kennedy reagiert mit der vollen Aktivierung der westlichen Raketenstreitmacht. Von Grönland bis zur Türkei befindet sich der NATO-Raketengürtel erstmals im Verteidigungszustand. Was bedeutet es, wenn Kubas Raketenarsenal zum Einsatz kommt? Mit einer Reichweite von 3000 Kilometern kann die Interkontinentalrakete nach einer Flugzeit von nur wenigen Minuten jedes beliebige Ziel zerstören, ob am Hudson River oder in San Francisco. Für Khrushchev war das wie bei einem Wettkampf, in dem er merkte, dass er die Oberhand behielt. So entstand auch die Feindschaft in der Politik. Und außerdem waren wir uns damals der ganzen Tragweite einer atomaren Katastrophe nicht bewusst. Das will die Jugend heute nicht wahrhaben, dass sowohl bei uns als auch bei den Amerikanern noch die Illusion vorherrschte, dass man einen Atomkrieg überleben könnte. Khrushchev dachte, der Verlust von 250 bis 300 Millionen Menschen hätte dem Imperialismus sofort den Garaus gemacht. Kennedy gibt nach. Im Gegenzug für sein Versprechen, Castro an der Macht zu lassen, zieht Khrushchev seine Raketen von der Karibikinsel ab. Das Ende der Raketenkrise zwischen beiden Supermächten stärkt die Entschlossenheit des Präsidenten, den Mondflug als rein zivile Kraftanstrengung fortzuführen. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Dieses Gelände bei Houston, Texas, ist noch 1962 eine Wiese. Nur ein Jahr später wird am selben Ort Amerikas neues Zentrum für die bemannte Weltraumfahrt eröffnet. Hier trainieren nicht nur die Astronauten. Hier liegt auch das Nervenzentrum für alle künftigen US-Weltraumunternehmen, Mission Control. Worin lag damals die besondere Herausforderung, als hier in Houston die Arbeit am Projekt Apollo aufgenommen wurde? Wir mussten erst einmal eine völlig neue Infrastruktur schaffen, ebenso eine völlig neue Technologie für Apollo. Dann mussten wir lernen, was für die Flugdurchführung wichtig war, beispielsweise das Rendezvous-Verfahren. Wir mussten völlig neue Einrichtungen bauen, dieses Kontrollzentrum hier ausstatten und besonders die Computer und Programme entwickeln, um all die Berechnungen anstellen zu können, die man für eine Mondmission benötigt. Wir haben uns damals gefühlt, als stünden wir im Wettlauf mit dem Rest der Welt. Dauernd standen wir unter diesem Druck. Aber das ging nie so weit, dass uns die Dinge aus der Hand geglitten wären. Wir wollten die Ersten sein und wir wollten gewinnen. Auch Cape Canaveral wird für Projekt Apollo wesentlich erweitert. An der Nordspitze der Insel entstehen zwei neue Startplätze für die Saturn. Außerdem wird das Vehicle Assembly Building erstellt. Ein 218 Meter hohes Gebäude, in dem die Saturn auf einer transportablen Plattform vertikal zusammengesetzt wird. 8000 Tonnen wiegt dieses Monstrum. Es muss das Saturn-Gesamtgewicht über einen sogenannten Schleichweg an den Startplatz bringen. Der Schleichweg ist 4 Kilometer lang,
Der mobile Großtransporter braucht für die Strecke zwischen 7 und 10 Stunden. Amerikas Führungsanspruch in der Raumfahrt wird hier in Huntsville auf diesem Testgelände von Wernher von Braun und seinem Team entschieden. Von der Redstone-Rakete zur Saturn. Die Größenunterschiede in den Triebwerksprobeständen machen den Entwicklungssprung nach vorne deutlich. Herr Dr. Stuhlinger, warum hat dieser Teststand hinter uns für die US-Nation gleichsam historische Bedeutung? Hier an dieser Stelle fand einer der Höhepunkte statt im Mondprogramm, nämlich die ersten Prüfungen und auch die späteren Prüfungen der schweren und sehr energiereichen Raketenmotoren, die die Saturn-Rakete auf ihre Bahn zum Mond brachten. Wir konnten 10 Jahre früher auf den Mond fliegen, dadurch, dass die deutsche Gruppe hier war und die ihre Arbeit leistete. Das ist vielleicht richtig, man kann es schlecht nachprüfen, aber in der Gegend wird wohl die Wahrheit liegen. Die Entwicklung von Apollo wird mindestens 5 Jahre dauern. Außerdem müssen die Astronauten erst einmal Flugerfahrungen in Erd- und Mondumlaufbahnen sammeln. Der erste Durchbruch kommt Anfang 62. Ein Jahr nach Juri Gagarin ist Marineoberst Glenn der erste Astronaut, der eine Erdumkreisung wagen soll. Seine Atlas-Rakete gilt noch immer nicht als zuverlässig. 5-mal wird der Starttermin verschoben. Waren Sie damals unsicher? Oh ja, immer wenn man es mit so viel Energien und Geschwindigkeit zu tun hat, gibt es Momente der Besorgnis. Man fragt mich häufig, hatten Sie Angst? Nun, ich würde sagen, nicht direkt. Jedenfalls nicht so stark, dass es meine Arbeit beeinträchtigt hätte. Aber Besorgnis um die Sache, oh ja, die hat es wohl gegeben. Ganz Amerika nimmt Anteil, als Glenn mit 30.000 Stundenkilometern um die Erde rast. Im Indischen Ozean wird Glenn nach 3 Erdumrundungen von einem Bergungsschiff an Bord genommen. Endlich. Am 20. Februar 62 hat auch Amerika seinen unbestrittenen Weltraumhelden. Nach meinem Flug überschlugen sich die Gefühle derart, dass ich es kaum glauben konnte. Egal wohin ich kam, überall merkte ich, dass der Nationalstolz wieder aufgerichtet war. Aber während Amerika noch feiert, bereitet Moskau schon die nächste Sensation im Weltraum vor. Erdnahe Flüge mit gleichzeitig 2 Kosmonauten im All. Und noch ein Höhepunkt, die erste Frau im Weltraum. Valentina Tereshkova umkreist bei einer Flugzeit von 71 Stunden 48 Mal die Erde. Das ist doppelt so lange wie alle US-Astronauten zusammengenommen. Die Manager der NASA reagieren. Zwischen dem Ende von Projekt Mercury und den ersten Apollo-Flügen in voraussichtlich 4 Jahren wird noch ein Zusatzprogramm aufgelegt, Projekt Gemini. Mit der Zwillingskapsel sollen die Astronauten jene Manöver üben, die nötig sind, um eines Tages auf dem Mond zu landen. Im Herbst 63 besucht Kennedy spontan die NASA-Raumfahrtzentren in Alabama, Florida und Texas. Die Goodwill-Tour soll dem ewigen Zweiten im Wettlauf mit den Sowjets psychologische Rückendeckung durch den Präsidenten geben. Am 21. November 63 steht Kennedy hier an dieser Stelle von Brock's Air Force Base in San Antonio, Texas. Es ist seine letzte öffentliche Rede. This nation has tossed its cap over the wall of space. And we have no choice but to follow it. Whatever the difficulties, they will be overcome. Whatever the hazards, they must be guarded against. Am nächsten Tag wird Kennedy in Dallas, Texas, von einer begeisterten Menge gefeiert. Here comes the first car, and here is the President of the United States. Thank you.
Dallas, November 22nd. President John F. Kennedy was shot and killed here today, period. Ein Jahr später ist auch Chruschtschow nicht mehr im Amt. Hammer und Sichel oder Stars and Stripes? Das Tempo im Rennen zum Mond dirigieren fortan Brezhnev und Johnson. 1964 schickt die Sowjetunion ihre erste Drei-Mann-Kabine um die Erde. Und im März 65 öffnet Alexei Leonov die Kapsel seiner Voskhod und schwebt als erster Mensch im All. Dezember 65, Start von Gemini 7. Die Besatzung bleibt 14 Tage lang im Weltraum und schafft mit Gemini 6 das erste Rendezvous im All. März 66. Erneut ein Höhepunkt. Das erste Docken zweier Raumfahrzeuge. Die Andocktechnik, sie ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abstieg auf den Mond. Im Wettrennen mit der Sowjetunion ist Amerika jetzt auf der Überholspur. Nur im Propagandakrieg liegt Russland noch eine Nasenlänge vor den USA. Luna 10 ist dem 23. Kommunistischen Parteikongress gewidmet. Beim Eintritt in die Mondumlaufbahn ertönt die Internationale. Kurz nach dem Triumph der Sonde Luna 10 stirbt Sergei Karaljow. Chefkonstrukteur und einziger Garant für Russlands Führung in der Raumfahrt. Er hinterlässt ein neues Raumschiff, die Sojus. Kaum jemand im Westen kennt Karaljows Leistung. Er geht im Schatten eines anderen unter, Werner von Braun. Der darf die Krönung seiner Träume noch erleben. Von Brauns Saturn-Triebwerke produzieren eine Schubkraft von 25.000 Dieselloks und verbrauchen den Treibstoff von 5 Millionen Autos. Anfang 1967 ist Apollo startklar. Aber als alles für den ersten bemannten Raumumflug bereit ist, fordert die Raumfahrt plötzlich ihre Opfer. Während einer Routineübung kommen die Astronauten Grissom, White und Chaffee durch ein Feuer um. Grund: ein Kurzschluss in der Kapsel. Nach der Katastrophe wird das US-Raumfahrtprogramm zurückgeschraubt. Hier auf dem Abschussplatz 34 von Cape Canaveral erinnert heute nichts mehr an das tragische Ereignis. Das Rennen mit der UdSSR scheint fast gelaufen, da kommt von TASS eine neue Unglücksmeldung. Oberst Wladimir Komarow ist beim Landemanöver mit seinem Raumschiff Sojus 1 tödlich verunglückt. In unserem Volk kam damals erster Pessimismus auf. Ein Pessimismus, der auch heute wieder erkennbar ist. Denn wenn sich das Wettrennen nur auf den Weltraum konzentriert, wenn also nur die Raketen schnell fliegen und sich alles andere in der Gesellschaft nur sehr langsam fortbewegt, dann ruft das natürlich einen Zwiespalt im öffentlichen Bewusstsein hervor. Amerikas Bewusstsein wird damals nicht vom Kalten Krieg im All, sondern vom heißen Krieg im Dschungel von Vietnam gespalten. Täglich sterben Dutzende GIs in einem Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Die letzte Front, an der die USA noch siegen können, liegt hier in Cape Kennedy. Noch vor der Sowjetunion schaffen die USA Ende 68 den Sprung zurück ins All. Apollo 8 startet zum bisher größten Wagnis der bemannten Raumfahrt, den Eintritt in das schwere Feld des Monds. Die Apollo-Fernsehkameras zeigen erstmals, wie der Mond unterhalb der Kapsel aussieht.
Mit Apollo 8 waren die Russen im Wettlauf zum Mond bereits geschlagen und nicht mit Apollo 11. Apollo 8 war nicht nur vom technischen Standpunkt aus gesehen ein Meilenstein. Wir hatten den Russen auch bewiesen, dass wir den Mond bereits bemannt umrunden konnten. A lunar mission, in fact, a lunar orbit mission. 1969 zählte nur noch, ob wir auch noch die Landung schaffen würden. Das war also nur mehr ein Anhang zur Apollo 8 Mission. Am 16. Juli 1969 ist der Augenblick gekommen, auf den 400.000 Menschen 8 Jahre lang hingearbeitet haben. Geschätzte Kosten 100 Milliarden Mark. Weil wir an unseren technischen Fähigkeiten durch die Erfolge der Sowjets mit Sputnik zweifelten, haben wir in einer Weise reagiert, die wohl letzten Endes unmissverständlich unsere Fähigkeit bewies, als Nation komplizierte technische Probleme schließlich doch zu lösen. Um 8.32 Uhr Ortszeit starten Buzz Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong zu einem Abenteuer, das vor ihnen kein Mensch jemals gewagt hat. Die Landung auf dem Mond. Zweimal wird die Erde umrundet. Dann zünden die Apollo 11 Astronauten die dritte Stufe der Saturn und beginnen mit ihrem Anflug zum Mond. Bei einer Fluggeschwindigkeit von 38.000 Kilometern in der Stunde hat die Mannschaft nach 3 Tagen ihr Ziel erreicht. Wir mussten uns klar entscheiden, was genau wir tun wollten und dann konsequent die notwendigen Mittel bereitstellen, selbst wenn es eine gewaltige Herausforderung und schwierige Aufgabe war. Und Apollo hat bewiesen, dass wir von uns erwarten können, Dinge zu leisten, die höchst schwierig, ja bisweilen sogar unmöglich erscheinen. Buzz Aldrin und Neil Armstrong beginnen ihren Abstieg zur Mondoberfläche. Es ist 3 Uhr 56 Minuten und 20 Sekunden mitteleuropäischer Zeit. Für Amerika hat sich ein nationaler Traum erfüllt. Vietnam, das nationale Trauma, ist an diesem Tag vergessen. Der größte Sprung der Menschheit erweist sich schon sehr bald als Januskopf mit 2 Gesichtern. Der friedliche Wettbewerb im All droht durch einen militärischen Krieg der Sterne abgelöst zu werden.